Ich habe heute nie auf der Bank hatte ich einen Termin gehabt und die wollte mir das Haus wegnehmen. Das war eine Bankmitarbeiterin, die hat gesagt, so, passen Sie auf, Sie haben das und das nicht bezahlt, wir nehmen Ihnen jetzt das Haus weg. Mit Ihnen, mit der habe ich dann ein Duell gemacht, die hatte dann keine Lebenspunkte mehr, aber die ist halt nie gestorben. Ja, da habe ich halt nachgeholfen. Sorry, bei null Lebenspunkten, das habe ich so gelernt bei Yu-Gi-Oh! Beste Doubt, hast du das Duell verloren. Ah, meine Schäferhunde haben sich gefreut. Ne? Das waren übrigens meine Monsterkarten, ne? Zauberkarten brauchte ich nicht, Feinkarten auch nicht. Es ist vorbei, Kaiba. Ich beschwöre das dunkle Cosplay Girl. Bitte abonniert meine OnlyFans. Keiner will mich mehr einstellen. Hab ich schon. Und hab nun, schon. Greife seine verdeckte Karte an. Mein Aber ich würde noch empfehlen, wenn OnlyFans nie funktioniert, versuch vielleicht noch TikTok. Versuch nebenbei irgendwie TikTok. Da kann man ja hier diese komischen Battles machen und da kann man doch mit Geschenken kann man da irgendwie so Geld machen. Versuch das. Vielleicht funktioniert das ja. Dummkopf, ich präsentiere meinen Krieger-NFT. Wie ist das möglich? Ein Affenkrieger sollte niemals so viel Kraft haben. Doch. Es ist eine simple Krypto-Marketing-Strategie, Yugi. Als frühzeitiger Investor in die Kriegersammlung ist ihr Wert auf über 4 Millionen Euro in die Höhe geschnellt. Was zum Teufel ist ein Non-Fungible Token? Nicht nur der Wert, sondern auch die Angriffspunkte und der Death. Ich bin froh, dass du fragst, Yugi. Um es einfach zu sagen. 2 Stunden später. Und so kann man dank Marktplattformen wie OpenSea nun das Eigentum an bestimmten Bildern erhalten. Du weißt auch nicht, was es ist, oder? Das brauche ich nicht. Ich wollte selber NFTs erstellen. Hab ich auch. Von meinem linken und rechten Hodensack. Wollte keiner kaufen. Ich hab gesagt, bis öf, das ist der Hodensack von Frau Merkel. Wie ich dran rangekommen bin, ist ja erstmal egal. Ne, das ist ja erstmal egal. Aber ich hab da ein Bild. Aber wollte halt keiner kaufen. Warum will das keiner kaufen? Finde ich scheiße. Was soll ich jetzt mit den Bildern? Was soll ich mit den Bildern? Snippet. Gewinne! Aber warum sollte ich Tausende für ein JPEG ausgeben? Wie viel hat dich diese ultra seltene Yu-Gi-Oh! Karte gekostet? Ein Punkt für dich. Hey Yugi, ich habe gerade meine Lebensersparnis in eine nicht fickende Zehenkette investiert. Und ich denke, es ist... Oh scheiße, ich bin pleite wie Sau. Es spielt keine Rolle, dass Normalus wie du nie die Macht der Krypto-Bros erreichen wird. Sieh zu! Ich aktiviere meine Zauberkarte. Unoffizielle Preisinflation. Durch den Kauf meines eigenen NFTs kann ich sein Anfangswerk astronomisch erhöhen, was mir erlaubt, meinen Kriegeraffen zu verkaufen und meine 3 völlig verschiedenen blauigen weißen Dojis zu beschwören. Die sehen doch nur aus wie Reskins. Es gibt nichts, das mich stoppen kann. Ja, doch schon. Das Finanzamt. Joink. Eine Kopie von NFT. Das kannst du nicht tun! Doch. Fick dich, das kann ich. Ha! Du weißt immer noch nicht, was ein NFT ausmacht. Der Code im Inneren. Was bedeutet, dass ich für immer das Original habe? Und was deine Ja, jetzt ist aber nur die Frage, wem juckt's, ne? Das juckt absolut keine Sau. Wenn man einfach von deinem Original 1:1 eine Kopie erstellt, hat jeder zwar einen anderen Code, andere Metadaten auf dem Bild, aber trotzdem sieht's aus wie das Original. Also interessiert mich das nicht. Tja, so einfach ist es, ne? Praktisch wertlos auf der Marktmacht. Gut, dann muss ich jetzt wohl mein eigenes machen. Ha, wenn du denkst, die Leute würden dein beschissenes DeviantArt kaufen, dann tickst du doch nicht mehr ganz richtig. Ich bin der 5 Millionen. Non-Fungible Token. 5 Millionen. Wie ist das möglich? Das ist einfach, Kaiba. Denn NFTs sind scheiße. Nein, Krypto ist einfach unausweichlich. Du musst cheaten. Nein, Kaiba. Denn das ist nur unregulierter Kapitalismus. Nun, MS Paint, kleiner Kuribo. Angriff! Tja,
Und was mache ich jetzt mit meinen NFTs, die ich habe, mit den linken und rechten Hodensack von Frau Merkel? Was mache ich damit? Das haben wir jetzt immer noch nicht geklärt. Ich habe dafür alles aufgegeben. Ne? Ich habe alles verkauft, schon mal meine Frau verkauft. Das war's eigentlich. Aber trotzdem, so, ne? Also, ich habe bis heute noch keinen Gewinn damit gemacht. Das NFT-Zeug ist ja wirklich interessant. Vielleicht investiere ich doch mehr darin. Saftig. Warum ist dir auf einmal so heiß? Tja. Ich bin aber echt froh, dass es mit den NFTs, wer da geglaubt hat, dass das irgendwie, sich in die Wirtschaft reinarbeitet, der war nicht ganz sauber in der Birne, ne? Also, weil NFTs ist egal, ob die Metadaten gestimmt haben oder nicht, ob man dadurch den Inhaber hier einordnen kann, scheißegal, aber also wer den Schwachsinn mitgemacht hat mit den ganzen NFTs, jeder konnte ja ein NFT erstellen. Hab ich ja auch. Ich habe zum Beispiel ein NFT von meiner Haut erstellt, ne? Also von hier, von dem Bereich. Tja, hab damit kein Geld gemacht, aber ist ja egal, ich hab's trotzdem gemacht. Ne? Hab geschrieben, das ist die Haut von, das Bild ist ein Originalbild von Merkel. Ne? Wollte keiner kaufen. Ich musste noch Geld dazu bezahlen. Ne? Ja, nee, bin ich froh. Weiß zwar jetzt nicht, was ich mit meinen 86.000 NFT-Bildern machen soll, aber irgendwas mache ich damit. Vielleicht mache ich daraus ein neues Yu-Gi-Oh!-Spiel. Mal gucken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt so genau Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.